Oder gibt es hier noch eine zweite Sonne? Nein. Links. Ist das die hier vorne? Über Österberg? Nein. Ist die über Österberg? Kann ich schlecht einschätzen, ey. Nein, ist nicht. Ja, zu früh mit der Aufnahme, das sind Wolkenlücken. Ich hätte auch ich hätte auch erst da mit der Aufnahme anfangen müssen, wo die jetzt bei der unteren Wolkenlücke da gestanden hätte. Wo die bei der unteren Wolkenlücke gestanden hätte, da sind unten auch Wolkenlücken, ein paar. Ja, unser Nachbar, lieber Nachbar, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Seit heute Morgen schon nicht mehr. Mir tut das auch leid, dass er seinen Husten nicht in den Griff kriegt. Nee, das ist mir egal. Ist dich egal, es gibt auch Leute. Achso, da oben ist der Wolkenformation der Stadt, ja. Also zwischen den Spatzen. Was ist da links bei Balu auch was zu sehen? Ja, schwarz. Wolkenformation? Ja. Nee, ne? Da. Da unten sind noch weitere Wolkenlücken. Ich meine, ich hätte gerade ein Hoverboard draußen gehört. Nein, nee? Gar nicht mehr. Hast du ein Auto gepiept oder was? Und muss ich ein bisschen dimmen, das Licht. Zack. Geht doch. Und dann Schloss. Der Schloss knacken. So. Siehst du? Die Leute sagen ja schon alle hier, ich bin ein Naturtalent mit den Videoaufnahmen. Aber sobald der eine mit der Bluetooth-Box kommt, das eine kippt, muss ich kurz auf Stopp machen, weil es ist Urheberrechtsbeschwerde, weil da sind die da drauf, die auch bei YouTube zu hören sind. Heute Morgen habe ich den Bootspecht vermisst. Oder war der heute Morgen da? Der macht ich? Weiß ich, der war aber nicht da. Nicht anwesend? Nö. Nee. Hat sich abgemeldet. Ja, das sind Nebelwolken. Das heißt, ich glaube, heute Nacht, ganze Nacht nebelig, richtig? Ja. Dann der Regen kann auch eher kommen anstatt 5 Uhr. Weißt du schon mal? Sollte doch in einem Abend 10 Uhr, 22 Uhr Regen gekommen sein, was war? Der Regen kam schon um 19 Uhr, so gegen 20 Uhr abends schon. Ja. Achso, hast du das den Leuten schon Bescheid gegeben? Heute ab mit Tele 5, Viertel nach 20.15 Uhr, mit der auch aus Altbüren? Ja, kein Bock. Dann musst du es noch machen. Mach es bitte. Dass heute wieder auf Tele 5, heute Abend, Viertel nach 20.15 dass heute Abend auf Tele 5, 20.15 Viertel nach Horrorfilme kommen. Zwei Folgen Horrorfilme kommen, zwei Stück. Oder zwei Horrorfilme kommen. Kannst du den Leuten bitte Bescheid geben, auch Altbüren und so überall, okay? Danke. Du weißt doch, die kommen doch jeden Mittwoch, die Horrorfilme. Die eine Folge, die eine zweite Folge, also die eine Folge habe ich nicht zu Ende angeschaut gehabt. Da war was und da war was, die hat wir komplett mittendrin, die hat wir mittendrin ausgemacht gehabt, weil es nicht gut ging. Weißt du, da habe ich Migräne bekommen, weißt du das? Weißt du, wir hatten doch den einen Tag die Folge angeschaut gehabt. Wir hatten doch den einen Morgen den ersten Horrorfilm angeschaut gehabt, den einen Tag. Das hat man mittendrin ausgemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil es nicht gut ging, wegen der Migräne, wegen Übelkeit. Da kam gerade einer mit weißen Schuhen hier rein. Ja, ist er aber nicht. Das hoffe ich jetzt natürlich nicht. Ich höre den hier. Ja. Nee, du bleibst hier draußen, genießt den Sonnenuntergang. Hier sieht man die Sonne durch diese Wolke? Boah, scheiß Spiegelung, ey. Was tue ich das Licht hier auch dimm? Nein? Nein? Boah. Wie dimmt man hier ein Scheißlicht? Kameralicht. Yeah, es wird gepoltert. Klopf, 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 klopf.
Ich mach doch nur Klopf-Klopf-Witze, darf ich das schon mal gar nicht? Nee, ich habe gerade mit dem Nachbar Klopf-Klopf-Witze gespielt. Mit dem Nachbar habe ich gerade gespielt, der hat auch gerade geklopft, gepoltert. Guck mal, links bei Balu, ist das schon rot? Nee, ne? Ja, wer war das denn mit dem weißen Schuh? Welche Affe war das denn? Was? Na, weiter mit weißen Schuhen. Ich glaube es nicht, ey. Mich knutschen. Mich, ja toll. Viele machen sich so wie der, ne? Von der Straße kommt einer mit schwarzer Kleidung. Guckst du mal nach, bitte. Der hat nicht immer weiße Schuhe an, ne? Der da unten, wer ist das? Kenn ich nicht. Ich will er nicht. So einen Gang hat er nicht. Diese Leute, die kenne ich auch nicht. Besuch, komm nicht hier. So. Ist das eine Person da unten mit schwarz oder zwei? Ja, der reingeht bei der 24. Eine Person, ne? Ja. Der kommt von der Arbeit. Und wer kommt? Das ist einer mit einem schwarzen Hund. Das ist der schwarze Pudel, James. Ist das James da unten, der schwarze? Ja. Hallo, James, da unten, schwarzer Pudel. Hallo. Ist das James da unten, ne? Weiß ich nicht. Ey, warum, sag mal, Mama, gibst du mal bitte mal vernünftige Antwort? Das ist James da unten. Das ist Herr, der Russe, der dem Hund gehört. Man kann ja auch mit gar keinem mehr vernünftig reden, echt, ey. Der mit der gelb-blauen Jacke, der arbeitet da unten. Der Russe kennst du doch mit den langen blonden Haaren bis zur Schulter. Der hat doch den schwarzen Pudel. Oh, ist der groß. Oh, von unten sieht der richtig groß aus, der schwarze Pudel. James, hallo. James. Ah ne, das ist die Russin mit den drei Kleinkindern. Die Russin ist auch ganz der, die daher geht. Die geht jetzt raus, spazieren. Oder ist das nicht der Spitzhund? Das ist mich fett. Nein. Geht er jetzt in die Neckenstraße und ranspeist noch raus, dann ist es nicht James, dann ist es der Spitzhund da. Nein, es ist dieser Schwarzspitz. Oh, ich hab mich wieder vertan. Ja. Hör auf, Mama. Das ist nicht schlimm. Kannst du mal bitte mal sein lassen? Da geht die Russin her, die nett begrüßt. Ich habe keinen Bock, dass man hier mal mitkriegt. Sonst lachen die Kinder sich schon Schrott von. Nee, die verstehen das, die können kein Deutsch. Mhm. Aber doch, die Kinder können Deutsch, aber die nicht. Wieder wird die Kinder sagen, man lacht keinen aus. Mhm. Die lachen sowieso keinen aus. Die sind nett. Wollen die jetzt mit mir im Moment, die Russin da. Ja. Die ganz oben bei der sechsten Etage wohnt da. Mhm. Nummer 28, mhm, richtig? Mhm. Genau. Die ist ganz nett, jetzt mit mir im Moment, die begrüßt mich immer. Oh, da kenne ich doch ein Trommellied. Wenn die Leute hier so weiter trommeln, feiern machen, Party, Party, ey. Wochenende ist doch erst übermorgen, Leute. Kennst du den Film Der Trommler? Nee, tut mir leid. Nee, Der Trommler, nee, den kenn ich, aber der ist traurig. Ich will davon nichts mehr hören. Das weißt du wohl, ne? Mhm. Ich will keine traurigen Filme mehr hören. Nee, bitte lass es mal sein, bitte. Nee, mir fällt das darüber. Bei traurigen Filmen reagiere ich richtig dermaßen aggressiv. Nein, der ist nicht traurig, der wird jeden, der eine Frau kennenlernen. Muss jeder eine Affe eine Frau kennenlernen? Mhm. Wieso eine Frau kennenlernen? Wozu? Bei den Trommler? Weil er sie mal vereinsamt hat. Und was hat er mit der Frau gemacht? Gar nichts. Hat die Frau sich. Und hat die Frau sich um ihn gekümmert oder was? Ja, Essen gegeben? Ja. Ach, der Trommel war arm gewesen. Straßenbettler oder obdachlos. Ja gut, dann verstehe ich das auch. Und die hat ihn versorgt. Geheiratet haben sie nicht, du bist so befreundet. Ja, ach stimmt, die Frau hat doch hinterher die Familie von dem Trommler gefunden. Die Eltern und die Geschwister. Mhm. War der Trommler ein Kind? Mhm. Oder ein Mann? Das war ein Kind gewesen. Ach, das war ein Kind. Mhm. Und die Frau war erwachsen? Mhm. Ja, Erziehungsmutter. Mhm. Und dann hat sie da die richtige Familie von dem Kind gefunden. Ach, guck mal, links bei Balu, der ist schon bunt. Gemein, Mama. Das ist Fatma. Die Kranke, die jetzt nach Hause kommt. Die genauso krank ist wie ich.
Also Einschränkungen hat, Handicaps. Guck mal kurz, Küchenfenster. Ich habe gesagt, ich will keine traurigen Loser-Filme. Den kleinen dann, ne? The Little Drummer heißt das, der kleine Trommler. Es gibt davon ein Lied, den kenne ich. Der ist cool. Aber ich mag keine traurigen Filme. Interessiert mich nicht. Scheißdreck, ey. Aber die ist ganz nett, die da unten kommt. Die ist. Ist genauso gleichwert wie ich. Das Fatma, guck mal. Sag mal Hallo, Fatma. Mhm. Mit der kann man sich unterhalten. Die macht nichts. Die ist nicht gegen uns. Hi, Fatma.